ist zurück. Schattenherz heißt das Projekt, das Marianne Rosenberg mit Produzent Dirk Riegner zum Leben erweckt hat. Gerade ist das erste Album erschienen. Was es mit diesem Schattenherz auf sich hat, erzählen uns die beiden jetzt auf der Zip-Couch. Ja, das wollen wir doch erstmal sehen, ob sie das ausplaudern. Zunächst herzlich willkommen bei uns Marianne Rosenberg und Dirk Riegner. Hallo. Schattenherz, das klingt ja schon so ein bisschen düster, ein bisschen melancholisch. Und Sie haben sich, glaube ich, auch die allerschwärzesten Klamotten aus dem Schrank geholt für heute, oder? Nö, wir sind so. Eigentlich sind wir so. Ich muss auch sagen, ja. In meinem Fall sind es fast noch die hellsten. Aha. Ja. Und woher kommt es? Also ich finde, erstmal, man kann es hervorragend kombinieren, das passt zu allem und erst recht, wenn die meisten Sachen sowieso eher ins Dunkle oder gleich ins Schwarze gehen, passt es sehr gut und ich mag es einfach gerne. Ja, und, ich trage ja schon lange schwarz. Ja, nicht? Ich finde auch, das ist eine tolle Farbe. Also schon in den 70ern? Nee, aber in den 80ern dann. Das heißt, ich würde, ab den 80ern trage ich viel schwarz. Das heißt, ich würde, wenn ich vor Ihrem Kleiderschrank stünde und den mal aufmachen dürfte, nichts finden, was rosa ist oder türkis oder sonnengelb? Ah, da blitzt doch was auf. Genau. Jetzt komme ich mal zu dem Titel. Schattenherz, muss das einfach nur poetisch klingen? Mhm. Hätte es auch Sonnenmond sein können? Nee, irgendwie nicht. Nee. Nee, das tatsächlich nicht. Schattenherz kam aus einem Song? Das kam aus einem Song, genau. Der heißt Wach auf. Wach auf, genau. Da geht es um Burnout in dem Song. Ja. Und wie war das noch gleich? Wie Schnee, wenn er ans Fenster fällt, den Raum verdunkelt, nicht erhellt, dunkelt unser Schattenherz. Aha. Und da haben wir dann mit diesem Wort die gefühlte Bezeichnung gehabt für uns. So, das haben wir jetzt also wirklich viel versprochen schon mal geklärt. Ja. Und bevor es weitergeht, werfen wir zusammen einen Blick zurück. Schon auf ihrem letzten Album Regenrhythmus klang Marianne Rosenberg irgendwie anders. Fast so, als hätte sie sich wieder einmal ganz neu erfunden. Es war das Album, auf dem die intensive und sehr fruchtbare Zusammenarbeit mit Komponist und Produzent Dirk Riegner begann. Riegner hat schon erfolgreich mit Popgrößen wie Peter Heppner gearbeitet. Zu den 80ern und elektronische Sounds verbinden den Produzenten mit Marianne Rosenberg. Dass die einst mit diskofizierten Songs wie Er gehört zu mir die Schlagerszene revolutionierte und die Schwulenszene für sich einnahm, ist heute kulturelles Allgemeingut. Ihre Songs sind Kult. In den 80ern flirtete Marianne Rosenberg aber auch mal mit Anarchisten und fand in Rio Reise einen Seelenverwandten, der sie die letzten Genregrenzen vergessen ließ. Jetzt also düster romantischer Elektropop, für den die deutsche Diva sich mit ihrem Partner Dirk Rieger zum ersten Mal in einem Duo präsentiert. Also der Film war jetzt wirklich sehr schön, aber schade, dass Sie die beiden nicht währenddessen haben erleben können, weil die waren wie so ein altes Ehepaar. Wann war denn das da? Und wo waren wir denn da? Warum kenne ich denn diese Filmaufnahmen nicht? Ja, genau. Aber es gab auch wunderschöne Einspieler, also die wir wirklich gar nicht kannten. Also ja, also wir konnten Sie überraschen, herrlich. Ja, das doch. Ist natürlich ja. Sehr. Nun sind Sie ja beide Künstler und begegnen wahrscheinlich auch am laufenden Band anderen Künstlern, die vielleicht auch sympathisch sind oder so. Warum haben Sie sich aber gerade füreinander entschieden? Die Auswahl ist ja groß. Ja, aber das ist entstanden, weil wir eigentlich im Begriff waren, weitere Songs zu schreiben für das Nachfolgealbum von Regenrhythmus. Mhm. Und aus dem Songwriting-Prozess hat sich Schattenherz entwickelt, weil es gab einen Song, Kaltes Herz. Und der hat halt für uns eine ganz besondere Bedeutung gehabt und war sehr weit entfernt von den Sachen, die wir vorher gemacht hatten oder zumindest konsequenter. Und ja, daraufhin haben wir beschlossen, das weiterzugehen. Kaltes Herz, ich muss da nachfragen, wo besteht da die besondere Bedeutung? Worin? Von dem Song Kaltes Herz? Kaltes Herz, ja. Kaltes Herz.
In der Gefühlslosigkeit. Mhm. Also da wird Gefühlslosigkeit beschrieben in einer kalten Welt, zum Beispiel diese ganzen Städte, wo eben Menschen sehr getrennt voneinander leben, in ihren kleinen Vogelhäuschen und kaum aufeinander zugehen. Mhm. Dieses Album heißt ja, was übrigens morgen rauskommt, also wir sind die Glücklichen, die das schon mal zeigen dürfen, mhm, heißt Das Leben ist schön. Und das hat mich doch sehr gewundert, weil ich denke sofort an den Film mit Roberto Benigni. Darf man da einfach so zugreifen und sich so einen Titel noch mal nehmen? Also wir haben nicht sofort daran gedacht. Eben. Und eigentlich ist Das Leben ist schön ein Song über den Tod. Mhm. Der Tod ist ein Fluss, also beschreibt diesen Kreislauf, in der sich die Menschheit bewegt und alles sich immer wieder erneuert. Jetzt hatte ich wirklich gedacht, Sie haben das juristisch total abgeklopft, weil Sie sind ja eigentlich Jurist. Nee. Ich bin Jurist, aber in dem Fall haben wir da einfach uns bloß von der Kunst leiten lassen und da keinerlei juristische Hintergedanken jetzt gehabt. Mal ehrlich, es gibt bestimmt viele Leute, die denken, oh, so als Jurist, Mann, da hat man doch alle Schäfchen im Trockenen, warum haben Sie das einfach sauber? Naja, also ich habe eigentlich immer Musik gemacht, mhm, und auch während des Studiums natürlich schon verstärkt, und ich war sehr schnell fertig mit dem ersten Examen, und dann habe ich gedacht, naja gut, die große Liebe ist einfach die Musik bei mir, mhm, und ich muss das, habe jetzt natürlich ein bisschen freie Zeit gewonnen, bevor man sich auf ein Referendariat vorbereitet oder anmeldet, und habe die genutzt, für Musik zu machen. Und das ist nun doch ein bisschen länger her, und dabei bin ich geblieben. Ja, also ich würde vorschlagen, dass wir auf jeden Fall mal in einen der Songs vom neuen Album ein bisschen ausführlicher, mhm, reinhören und den vor allen Dingen auch so über die Augen genießen, weil das ein optischer Leckerbissen. Habe ich sehr zu viel gerne versprochen? Sie werden gleich sagen, nein. Ich glaube, dass ich vergessen will, wie es meinem Herzen. Also das ist wirklich ganz, ganz schön und liebevoll gemacht. Und mhm, ich habe es aber gesehen, das ist doch gleich um die Ecke hier entstanden. Ja, ja, genau. In Babelsberg Filmstudios. In den schon für so Film, viele Filme taugen durften. Und also angefangen hat es, glaube ich, mit Sonnenallee. Und dann, mhm, ich kann die gar nicht alle aufzählen, die da schon produziert worden ist, sind. Wie kommt man da rein? Klopft man einfach an und sagt, hallo, wir würden jetzt gerne mal hier eine Kamera aufbauen. Das ist doch bestimmt total aufwendig, da muss vieles abgesprochen werden. Also in dem Fall hat das ja die Videoproduktionsfirma gemacht für uns. Mhm. Und wir haben uns natürlich dann gerne darauf eingelassen und waren sehr erfreut, aber mit der direkten Absprache hatten wir nichts zu tun. Ah, und Sie waren gar nicht da in den Kulissen unterwegs, sondern immer nur in Ihrer schönen großen Seifenblase? Nein, wir waren da in den Kulissen unterwegs, sah auch alles ganz toll aus, die Häuser und so, nur hinten war nichts dran an den Häusern. Also das muss man sich dann irgendwie vorstellen, dass es weitergeht. Ja, genau. Und diese ganze Stilistik oder so, die ist aber schon auf Ihrem Mist gewachsen. Wir haben uns drüber unterhalten, aber das ist jetzt auch so geworden, wie wir es gerne gehabt haben. Und, aber kamen auch ganz viele Ideen natürlich von dem Regisseur. Hm. Mich würde ja mal interessieren, wie dieses Album überhaupt entstanden ist, weil Sie wohnen ja gar nicht beide in Berlin. Sie leben, glaube ich, in Köln, genau, ist richtig. Ja. Und dann gab es aber mal so eine Art Rückzug für eine bestimmte Frist hinter schwedische Gardinen, ist das richtig gesagt? Ja, das ist richtig. Aber eigentlich hat es so begonnen. Genau. Also wir sind zuerst zusammen nach Schweden gefahren. Ein Freund von uns hat da eine alte Schule und die hat er sehr hübsch ausgebaut und so. Und es war auch Winter, es sah sehr romantisch aus und man konnte da einfach gut Musik machen. Mhm. Wenn man so ein Video produziert, darauf komme ich noch mal ganz kurz zurück, sucht man sich dann auch die Darsteller aus, die da auftreten, mhm, und sagt, gefällt mir, kommt so hin? Ja, also genau. Wir haben sie selbst ausgesucht. Warum habe ich diese Frage jetzt gestellt? Weil ich unbedingt auf DSDS zu sprechen kommen möchte. Weil Sie haben ja vor ein paar Jahren gesagt, also sowas ist für Sie sozusagen das Hinterletzte. Und jetzt habe ich gelesen vor ein paar Tagen, dass Sie doch bereit sind für die nächste Staffel, die dann im Januar, glaube ich, produziert wird oder gesendet wird. Ja, gesendet wird. Gesendet wird. Oder ab Januar oder ab Februar, das weiß ich nicht Zur Verfügung zu stehen. Was hat Sie denn umgestimmt?
Gar nichts. Das heißt, ich habe genau zum Album Regenrhythmus, da ist ein Song drauf, der heißt Laufkleine. Und Laufkleine beschäftigt sich mit diesen Casting-Formaten. Mhm. Jetzt von hier Next Topmodel bis über DSDS. Und das ist so eine Regieanweisung für die Kleine, den Kleinen, wie man irgendwie am besten da durchkommt. Vielleicht auch eine kleine Warnung. Und ich war auch sehr verwundert, dass ich da gefragt wurde, mhm, bei DSDS Jury mitzumachen. Und es ist so, dass es Neuerungen gibt. Das bedeutet, die Kandidaten dürfen sich die Songs aussuchen, die Klamotten aussuchen, die Choreografie aussuchen. Und an dieser Neuerung, das scheint mir nur konsequent, nach dem Song Laufkleine, mhm, jetzt nicht nur von außen zu kritisieren, sondern reinzugehen und ja, mitzuhelfen, zu unterstützen, auch mein Know-how weiterzugeben. Ich bin ja mit 13 Jahren ebenfalls beim Casting entdeckt, mhm, worden und ich weiß, wie man sich dort fühlt. Genau. Gut, wir gucken es uns dann einfach an, wünschen Ihnen da eine gute Zeit, obwohl ich glaube, das sind harte Produktionsbedingungen, das werden lange Tage für Sie werden. Schönen, ja, Dank, dass Sie uns Ihr Album vorgestellt haben. Sehr gerne. Wir wünschen viel Erfolg. Sie gehen ja dann damit auch noch auf die Bühne.